So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter an dem Lamborghini-Projekt. Das heißt, es kann wieder höchstgradig anstrengend werden. Bisschen. Nein, wir waren echt am Verzweifeln mit diesem X-Rohr. Das war schon gut Action, beziehungsweise ist immer noch gut Action, weil wir sind lange nicht fertig. Aber das ist ja gerade das Coole an dem Projekt, dass wir es wirklich von Null an Schritt für Schritt für Schritt begleiten, euch das alles zeigen. Auch wenn da etliche Sachen vielleicht mal doppelt gemacht werden oder am Ende dann doch anders sind, dann zeigt das einfach nur, wie intensiv es ist, dann doch an so einem Auto so ein Turbo-Kit zu bauen. Ne? Nicht mal alles gezeigt wird, ne? Genau. Also nicht jeder Schritt. Und es waren schon etliche Leute hier im Laden mittlerweile, die das so gesehen hatten. Und man denkt immer so, erstmal, boah, da ist ja eigentlich Platz ohne Ende drin. Aber die haben dann auch alle gesagt, je länger man reinguckt, eigentlich ist es dann doch nicht so viel Platz, ne? So, und jetzt kommt das Luxusproblem. Dadurch, dass man im Ansatz schon entscheiden kann, wie man es baut, baut man sich meistens die Fehler dann mit Absicht rein, weil man will es halt symmetrisch haben und so weiter. Aber okay, so, jetzt machen wir weiter mit der Thematik Wastegates. Nochmal einmal kurz erklärt, Thema Wastegate. Das Wastegate ist dafür da, dass man eine Ladung regeln kann. Das heißt, ab Punkt X geht dieses dezente Ventil auf, hier ist ein Kolben drin, und die Abgase können an dem Turbolader vorbei in Auspuff. So, das heißt, in dem Moment geht die Drehzahl von dem Turbolader runter, die Luftmasse wird weniger und der Ladedruck geht runter. So, nochmal ganz grob erklärt, Thema Wastegate. Das Ganze wird angetaktet über den Ladedruck. Man drückt hier Luft rein und gegen die Feder geht der Kolben hoch und die Abgase gehen dran vorbei. Jetzt ist das Problem, je größer die Turbolader werden, je größer muss leider auch das Wastegate werden, wenn man relativ wenig Ladedruck fahren will. So, bei so einem Auto und den Turboladern, falls man da doch irgendwie mal im ersten Gang, weiß ich, irgendwie mal so in Richtung 800 PS will, das heißt, da reden wir dann wahrscheinlich so von 0,5, 0,6, 0,8 Bar, dann brauchen wir definitiv richtig, richtig, richtig große Wastegates, weil relativ viel Abgase am Turbolader vorbei muss. Und das geht natürlich nicht mit so einem 38er Wastegate. Das ist somit das Kleinste, was es eigentlich gibt. Sondern da brauchen wir halt so einen richtigen Oschi in Form von 60 mm. Plus, Tom möchte unbedingt zwei 60er da drin haben, weil er es optisch so geil findet. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte kurzzeitig überlegt, nur eins reinzumachen. Gar keinen Fall. Würde theoretisch auch gehen, dass wir linke und rechte Bank miteinander verbinden und ein Wastegate fahren. Haben sie früher im Rennsport ganz viel gemacht. Die ganzen alten Porsche-Rennwagen, so kennt man, hinten in der Mitte. Saß da so ein, so ein Wastegate. Oder hinten in der Mitte oben drauf. Aber okay. Twin Turbo, wir bauen so schön alles symmetrisch, da müssen auch zwei Wastegates rein. Auf jeden Fall. So, das wiederum heißt, wir brauchen zwei von den 60er Wastegates, dann passend dazu 60er Rohre. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das Ganze positionieren. Habe ich was vergessen? Nö. Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht. Wir gehen mal gucken. Klappt du wieder das andere mal? So, also, nochmal für alle, wird jetzt so ein bisschen so ein kleines 1x1. Wir wollen erreichen, dass die Abgase, die hier aus dem Motor kommen, nicht durch diesen Turbolader gehen, weil in dem Moment würden sie zwangsweise die Turbine antreiben, sondern die müssen dran vorbei. Das heißt, wir müssen irgendwo auf diesem Strang die Abgase abgreifen. Jetzt gibt es viele, die würden einfach so ein Wastegate nehmen und das irgendwie hier so... Der ist ein bisschen groß, passt doch nicht mal rein. Würden das hier einfach so mit dem Flansch drauf machen und fertig. Ja, ihr dürft aber immer nicht vergessen, wir reden hier von 1000 Grad und das ist ganz gut Volumen, was da durchgeht. Das heißt, man sollte es dem Abgasstrang schon möglichst angenehm machen, durch dieses Wastegate durchzuwollen, weil sonst würde es da nämlich nicht durchgehen. Das heißt, ganz viele Autos haben das Problem, dass sich der Ladedruck nicht regeln lässt, weil zum Beispiel das Wastegate, was weiß ich, irgendwo ganz da hinten sitzt. Und dementsprechend die Abgase so schwer da durchströmen, dass es, obwohl es auf ist, trotzdem keine Abgase durchgehen. Okay. So, hat man ganz oft auch V6 übliches Problem, weil in so einem Golf einfach kein Platz ist. Ne? Dann fängt man an, irgendwie das Wastegate mit so einem Rohr neben den Turbolader zu stellen. Meinst du, es liegt am Weg oder meinst du, es liegt einfach an der Anströmung oder am Winkel, wie das Rohr im Krümmer sitzt? Ja, sowohl als auch, weil Verluste werden immer auf die Länge berechnet. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel bei dem ersten Setup, was Marius damals für seinen Golf gebaut hat, der wollte auch unbedingt das Wastegate so oben in seinem Motorraum stehen haben und hat dann hier so eine Schnecke irgendwie an den Krümmer gebaut. Und da war es auch so, man sieht es mal daran, man hat, sagen wir, eine 0,5 Bar Feder verbaut. Das heißt, wir müssen hier 0,5 Bar drauf machen, dass der Kolben
anfängt aufzugehen. Das heißt 0,5 Barfeder. So, aber du könntest trotzdem keine 0,5 Bar fahren, weil bei 0,5 Bar noch nicht genug Abgase da durchgegangen sind. Okay. So, das heißt, theoretisch stand es auf, aber es sind trotzdem nicht genug Abgase durchgegangen, sodass der Druck hochgegangen ist, weil immer noch zu viel durch den Turbolader gegangen ist. So, hat man ganz, haben wir bei dem Golf 3 zum Beispiel auch. Da ist ja seitlich ein 44er gebaut, auch sagen wir mit einer 0,5 Barfeder. Da ist es im mittleren Bereich, wo der Motor noch nicht so viel Abgasmenge hat, ist es schön 0,5, 0,6 Bar. Und mit steigender Drehzahl, wenn immer mehr Abgase aus dem Motor rauskommen, gehen diese nicht mehr durchs Wastegate durch, sondern müssen durch den Turbolader, weil man vor dem Wastegate schon Stau hat. Und dann geht Druck bis auf ein Bar hoch. Okay, krass. War jetzt auf dem Prüfstand bei Marius Golfer genauso. 0,8 Barfeder drin, oben raus 1,6 Bar. So, weil es entweder, es kann sein, dass es einfach zu klein ist, dass ein 44er nicht ausreicht, dann kannst du Feder reinmachen, wie du willst, kannst du es perfekt bauen. Oder Gehäusestoff. Genau, wenn es einfach nicht durchgeht, ne, dann geht halt Druck hoch, weil immer mehr Abgase durch Turbolader geht. So viel dazu. Jetzt gucken wir mal, was wir hier an Möglichkeiten haben. Also, wir hätten wir fangen mal anders an. Das, was ich alles gerade erklärt habe, wenn wir es optimal bauen wollen würden, dann würden wir dieses Wastegate irgendwo hier so platzieren. Wir würden hier schön so in den Abgasstrang reingehen und würden hier irgendwo so das Wastegate hinsetzen und würden dann hier rausgehen ins Endrohr, wie auch immer. Ja, so, dann sieht man von dem Ganzen am Ende natürlich gar nichts. Deswegen müssen wir mit dem Wastegate hier irgendwo in der Mitte. Halt da mal ein zweites nehmen. Und dann kann René mal sagen, wie das von oben aussieht. Du bist schon Chef. Passt auf jeden Fall. Und er wollte nur eins hin rein. Passt auf jeden Fall auch mit diesen mit den Schellen dann irgendwie optisch. Theoretisch ist die Position perfekt für eins, weil, mal raus, wir könnten nämlich perfekt von links und rechts mit einem V hier reingehen und es würde mittig ein Wastegate stehen. Nee. Wäre aber von der Regelung perfekt, weil du so 100% sicher sein kannst, dass links und rechts im Krümmer gleicher Druck ist und somit auch die Lader relativ eine gleiche Drehzahl machen. Ja, was ist dir denn wichtiger, Optik oder Leistung? Eigentlich Leistung. Ja, dann ist doch die Frage. Aber wenn so, du schon sagst. Aber da das hier ein, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, 5-Jahres-Projekt ist, kann man hier ruhig auch mal ein paar Einschränkungen machen. Und wir haben ja Zeit. Es ist ja auch genug Leistung geplant, dass ein bisschen weniger dann. Ja, aber in dem Fall ist es ja eher so, wenn wir es schlecht bauen, geht die Leistung eher hoch als runter. Aber wir wollen sie ja drosseln, weißt du? Wir wollen ja nur 1000 fahren, meine. Ja. Ach so. So, ja, das heißt, deswegen müssen wir das schon vernünftig machen. So, jetzt ist unsere Idee, oder meine, und Toms auch, dass wir die, ist ja auch witzig, dass das mit dem Logo genau passt, ne? Das war wirklich nicht geplant so. Dass wir die hier irgendwie so reinstellen. Voll geil. Und zack, ist der ganze Motorraum voll. Weil jetzt überlegt, dass hier wieder noch ein Auspuff hinterkommt, ne? Ja, aber es muss doch schon aussehen, ne? So, okay. Pass auf, also, wenn wir davon ausgehen, dass das Ding hier so hinkommt, jetzt muss René mal einmal von hinten filmen, das sieht man besser, dann sieht das jetzt hier wieder so aus, als wenn da Platz ohne Ende ist. Ist es aber nicht, weil jetzt stecken wir da nur mal einen Bogen runter. Und zack, seht ihr schon, dass das hier unten mit dem Sensor schon wieder ganz schön eng wird alles. Weil, ne, heiß, muss man ja alles wieder ein bisschen schützen und so weiter. Das heißt, wir können mit dem Wastegate schon mal gar nicht weiter runter eigentlich, höher können wir aber auch nicht, weil da wieder die Abdeckung kommt. Und zack, sind wir schon wieder in unserer Position eigentlich ziemlich fest vorgegeben. Das heißt, hier kommt der Bogen runter, dann geht er um die Ecke und dann muss er da rein. So, jetzt hatte ich euch ja erklärt, dass die Abgase möglichst freiwillig da durch sollen. Das heißt, wir müssen genau in dem Radius, dieser Stuhl quietscht auch, in dem Radius hier rausgehen, dass die Abgase, die vom Motor kommen, gar nicht in den Turbolader gehen, sondern eigentlich geradeaus durch ins Wastegate rein. Dann wäre unser Zweck erfüllt, den wir eigentlich wollen. Mhm. So, weil wenn das Wastegate aufgeht, soll ja auch was durchgehen. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt als allererstes gerade 60er Rohre, schnippeln die passend zum Boden auf einen Millimeter wieder zurecht, dass sie genau hier dran gehen. So, ne? Mhm. Und dann gehen wir hoch und positionieren hier oben. Hört sich gut an. Fertig. Ganz an. Setz dich hin. Wo schon was ist. So, los geht's.
So, Teil Nummer 1 ist fertig. Ich muss wirklich sagen, das hat ganz gut funktioniert. Ja. Wie oft war das jetzt? Zweimal. Zweimal, genau. Mhm. Allerdings, ich war jetzt so auf Alu fixiert. Ne? Krass ist auf einmal, wie hart das Material dann wieder so beim Flexen ist. Ne? So, und jetzt seht ihr hier, wenn man das hier so ranhält, wie jetzt wirklich, also am Ende zeichnen wir das an, nehmen es ab, machen schön das Rohr darunter auf und so weiter. Und ja, jetzt kann ich das hier vom Winkel her so schieben, wie ich es gerne hätte. Und dann können wir das schön positionieren. Jetzt natürlich bei Edelstahl wäre der Vorteil, das kannst du wieder schön schweißen, schön verlaufen lassen und so weiter, ne? Ja. Gegenüber Alu. Wenn der Spalt nicht so groß ist. Gegenüber Alu, genau. Aber man kann es halt wesentlich besser bearbeiten als das Alu am Ende, ne? Ja. Aber ich finde, das sieht doch hier vom Spalt her richtig taco schon aus. Den Rest machen wir auf jeden Fall mit ein bisschen Dengeln. So, jetzt das Komplizierte. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Natürlich würde ich das jetzt lieber erst anpunkten. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es sinnvoller, erst die zweite Seite auch noch zu machen. Ja. Und dann beide gleichzeitig zu machen. Ne? Ja. So, okay. Ist noch warm? Jetzt wieder. So, man ist jetzt hier an einem Punkt angekommen, wo man definitiv jetzt Abstriche machen muss. Mhm. Weil das Krasse ist einfach, wenn man es wirklich versucht, komplett symmetrisch zu bauen, sind jetzt einfach so viele, ich sag jetzt mal Toleranzen drin, ne? Mhm. Und Faktoren. Es ist verschenkte Mühen, das jetzt 100% gerade auf die gleiche Höhe zu bringen, als auch vom Kippen, weil ich weiß, wenn wir das hier unten verschweißen, wird sich das eh in alle Richtungen nochmal verziehen, ne? So, das heißt, fürs Erste reicht das auf jeden Fall. Optik ist auf jeden Fall geil so. Der rechte steht jetzt ein bisschen zu hoch und vom Winkel so passt es auch noch nicht. Das ist jetzt aber erstmal egal. Ich würde sagen, wir müssen jetzt leider alles ausbauen. Wir müssen als allererstes den Übergang schweißen. Mhm. Weil da muss ja auch noch ein Loch reingemacht werden und genau. So weiter. Ja. Und wenn der Übergang dazwischen fertig ist, dann müssen wir, glaube ich, am Auto anfangen, die Bögen ausrichten, auch wieder schweißen und so weiter, dass man dann wirklich final mit dem letzten, mit der letzten Naht, die man setzt, das Wastegate genau so ausrichtet, wie man es cool findet. Hm. Geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Das stimmt. Also, alles raus und mit den Stellen anfangen. Ja. Wird zwar nichts überbleiben danach, aber weil ich weiß jetzt ganz genau, wir müssen jetzt die, ich nenne es jetzt mal, die Trichter wieder abmachen, um das Loch reinzumachen. Ja. Und wir werden es alleine dabei wieder so viel verdrehen und verändern. Ne? Vor allem bei dem Weg halt, ne? Genau. Das vergessen immer viele, glaube ich. Bei dem Hebel, dem Weg, ja. Deswegen, wir müssen halt allererstes die jetzt final fest dran machen und dann geht es mit dem Rest weiter. Ne? Ja. Okay, alles raus. Ja, ich hätte jetzt gerne eine Abmoderation gemacht, wo ich gesagt hätte, dass alles fertig, alles cool, alles geil ist. Muss ich euch leider enttäuschen. Es gab einen Anruf aus Dachau von der Firma TTE. Das sind die Jungs, die mir die Turbolader bauen. Als die meine Konstruktion gesehen haben, beziehungsweise meine Position, haben sie definitiv davon abgeraten, das Ganze so zu bauen. Sie sind der Meinung, dass das zu, ich nenne es jetzt mal, zu positiv gedacht war. Das heißt, klar, wenn wir diesen Motor als Beispiel als Sauger fahren wollen würden, würde das mit der Wastegate-Position so gehen. Allerdings für den Leistungsaspekt müssen wir das Ganze nochmal deutlichst überarbeiten. Ja, das heißt, um es mit einem Satz zu sagen, die ganze Arbeit war mal wieder umsonst, so wie ich es Anfang des Videos schon angekündigt habe. Es ist definitiv leider so, dass die ganzen Abgase, die jetzt vom Motor kommen, die dadurch, dass wir jetzt den Wastegate-Abgang im
Außenradius gemacht haben, wollen die ganzen Abgase, die aus dem Motor jetzt kommen, definitiv geradeaus. Das heißt, sie werden auf das Wastegate prallen und nur noch relativ wenig der Strömung wird freiwillig in die Turbine gehen. Das heißt, selbst wenn das Wastegate zu ist, wird der Wirkungsgrad von der Turbine definitiv schlechter werden von der heißen Seite, weil die Anströmung auf die Turbine einfach deutlich schlechter wird. Und zusätzlich wird natürlich der Druck aufs eigentliche Wastegate, was man über Federn regeln könnte, natürlich auch ziemlich hoch sein. Ja, das heißt, so wie ich mir das gedacht habe, war das dann doch ein bisschen zu vorsichtig. Und die sagen, wenn wir dann doch irgendwo so 2-3 Bar fahren wollen, ist das gerade auch noch mit diesem fetten 60er Rohr. BMW. Man sieht, es ist schon wieder dezent warm heute hier. Gerade mit diesem fetten Rohr, wir haben halt ein 60er Rohr auf einen 70er Rohrbogen. Wir haben es zum Glück noch nicht aufgemacht von innen, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen. Sieht man halt, dass eigentlich die gesamte Fläche von dem Rohrbogen außen, wo die Abgase jetzt nach oben strömen sollten, komplett ins Wastegate hier rüber strömt. So. Ja, für unseren Zweck raten Sie mir von ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es besser? Empfehlung von TTE und auch einigen klügen Köpfen außer Strömungsmechanik ist, wir sollen versuchen, den Wastegate-Abgang im Innenradius zu machen. Also, dass wenn die gesamte Energie vom Abgasstrom auf die Turbine trifft, über einen Rohrbogen, ist immer noch außen am Rohrbogen lang. Jeder kennt das, wenn du um eine Kurve läufst. Du willst tendenziell eher nach außen als nach innen. Immer noch, wenn man es will, mit voller Energie auf die Turbine trifft, aber sobald dort ein Druck entsteht und man das Wastegate aufmachen will, dieses auf der Innenseite entnimmt. Das heißt, die Lösung ist eigentlich, wie wir es auch ursprünglich mal anfangs gedacht hatten, wir müssen auf der Innenseite abgehen. Das heißt, die Abgase kommen von hier, können, wenn sie wollen, außen in den Turbolader rein und wenn wir sie dann doch ablassen wollen, sollen wir auf der Innenseite den Abgang machen und hier zum Wastegate hochgehen. So ist die Empfehlung. Wir gehen dem Ganzen natürlich nach. Das heißt, ihr könnt dieses Video fast als sinnlos betrachten. Praktisch zeigt es doch wieder ein bisschen coole Arbeit und deswegen viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal.